Eid Kaffee in der Freizeit das beliebteste Gemüse in Deutschland. Noch vor der Gelbwurm. Wissen Sie, was das ist? Ja, genau. Tomaten. Wir essen im Jahr im Schnitt pro Person 27,2 Kilo. Obwohl man ja sagen muss, so richtig schmecken tun die meisten eigentlich nicht mehr, gell? Aber wenn man jetzt einmal ehrlich ist, wann haben Sie das letzte Mal so richtig gute Tomaten gegessen? Also die nach Tomaten schmecken und nicht nur rot sind. Und vielleicht einmal ein bisschen eine Vielfalt, wissen Sie? Denken Sie mal nach. Lang her, he? Aber deswegen gehe ich jetzt zum Johannes Schwarz, der Kaffee, richtige Bauerntomaten. Hallo, Javieri. Servus. Servus. Wegen die Tomaten würde ich gerne ein paar mitnehmen. Ja. Mhm. Ja. Du verkaufst doch Tomaten, oder? Nein. Nicht? Heute in der Freizeit. Alles rund um die Tomate. Warum mag das Gemüse keinen Kühlschrank und liegt gern auf die Schultern? Und ein 3-Gänge-Tomatenmenü samt Nachspeise. Guten Appetit. Ist ja blöd jetzt im Essen, gell? Einen guten erst einmal. Danke. Ich bin jetzt hergekommen, weil ich gemeint habe, dass ich... Ich verkaufe bloß an Gastronomie. Ach so. Privat normalerweise eben gar nichts. Nein, und ich mache jetzt auch noch ganz viel Ernten für die Restaurants morgen. Arbeiten. Und Tomatenzeit, weißt du? Ist klar. Soll ich Hefe oder was? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Hast du überhaupt Vorkenntnisse oder irgendwas? Ich kann sagen, ob das schmeckt oder nicht. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, sehr gut. Geschmack ist wichtig hier. Ja, dann hock dir her. Gut. Darf ich mir ein paar Nudeln annehmen? Ja, freilich, nimm den. Max. Der Johannes. Johannes. Ja, so. Soße bitte. Tomatensauce, oder wie? Ja, genau. Selber gemachte Tomaten? Ja, logisch. Ist eigentlich auch nicht so schwer, eine Tomatensauce, wenn man gute Tomaten hat. Das ist die Basis. Mit schlechten Tomaten kannst du eine gute Soße machen. Wie machst du das? Ich da die abbrühen. Dann das halten. Ein Stückchen einfach und in die Pfanne. Ohne irgendwas. Ganz langsam köcheln. Wie lang? Erst einmal eine halbe Stunde, dann zerfällt es schon langsam. Dann da ist bloß stampfen. Und dann koche ich es nur ein bisschen Ei auf die Konsistenz, wo ich will. Und dann kommt das Öl und das Salz, das war's. Ganz einfach. Nudeln mit Tomatensauce. Eigentlich ein Klassiker, gell? Wahnsinnig fruchtig. Ist das der Grund, warum du Tomaten machst? Mir geht es um Geschmack, das ist mir das Wichtigste. Und was auch ganz wichtig ist, die Vielfalt. Es gibt so viele verschiedene Facetten. Es gibt eine würzigere und eine richtig süße. Ja, aber wenn ich jetzt in den Supermarkt reinlaufe. Das ist fast kümmerlich, was da umeinander liegt. Du hast eigentlich die Einheitstomate. Und Einheitstomate heißt was genau? Einheitstomate, ja. Da waren wir schon fast bei den F1-Hybriden. F1? Hybrid. F1 heißt erst einmal Filius 1. Das ist praktisch die erste Generation von zwei Inzuchtslinien, heißt es eigentlich in der Hybridzüchtung. Da wird eine große, kreisliche mit einer kleinen Schirren gekreuzt und dann hast du eine große Schirre, meinetwegen. Kannst aber nicht mehr weiter vermehren. Schmeckt dort das Zeug sowieso auch überhaupt nicht. Das ist nur gezüchtet auf Transportfähigkeit, Lagerfähigkeit, Uniformität. Wird alles gleichzeitig reif. Die alte Bauerntomate ist uninteressant. Aha, das ist eigentlich der Grund, warum jetzt ich da bin. Auf der Suche nach dem Geschmack. Also Tomaten steht für mich für was. Es ist Urlaub, das ist irgendwie Sonne, das ist... Das ist auch genau mein Ding. Also mich treibt diese Vielfalt an und die unterschiedlichen Geschmäcker und diese alten Sorten haben halt das alles. Und das ist genau die DNA, die hier in der Gärtnerei drinsteckt. Deswegen bist du eigentlich ganz richtig. Schon, gell? Ja. It's summertime. Ja, der Johannes Schwarz, der kommt eigentlich aus Ringsburg und ist studierter Forstwirt. Dann hat er sich aber dem Gartenbau gewidmet, den Kräutern und eben ganz besonders der Tomate. Am Stadtrand von München, also in Johanniskirchen,
wo sonst, züchtet er alte Bauerntomaten. Das war ja eigentlich die Belohnung schon vorm Arbeiten. Stärkung muss er. Ja, das ist jetzt mein Tomatenreich. Wie viele Sorten? Ich habe jetzt da ungefähr 50 verschiedene Sorten. Die reise jetzt eigentlich alles Cocktail und so normale Größe, so ein bisschen Eiertomaten. Aha. Und der Rest ist eigentlich alles Fleischtomaten. So 20 Sorten Fleisch, 30 Sorten Cocktail klein. Und das sind? Das haben wir schon bei meiner Lieblings-Cocktailtomate Goldita. Sieht man schon, was die für einen tollen Behang hat. Super schmeckt und ist pumperl gesund. Goldita. Goldita. Man muss es probieren. Ja. Darf ich die so hingelangen? Ja, Fralli. Goldita. Die Lieblingstomate von Tomatenguru Johannes Schwarz ist zuckersüß mit zartem Schmelz und bringt einen hohen Ertrag. Bestens geeignet für Tomatenanfänger. Es wäre schade, sie zu verkochen. Frisch im Tomatensalat schmeckt sie am besten. Schon gut, oder? Das ist wie das Radlfahren. Man weiß schon noch, wie eine gute Tomaten schmeckt und was das mit einem macht, so vom Gefühl her. Mhm. Das ist natürlich das Schönste. Frisch vom Strauch, jetzt sind sie noch sonnenwarm. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Nein, besser geht's nicht. Aber jetzt muss ich schon ganz blöd fragen, wenn man kauft, dann kauft man ja auch so ganze Traube eigentlich. Und die sind ja alle reif. Das sind alles alte Sorten. Da reift eine nach der anderen. Und diese ganzen, wo der ganze Rispe auf einmal reift, das sind alles eigentlich Neuzüchtungen oder F1-Hybriden. Und die alten Sorten, das geht immer von unten nach oben und von innen nach außen. Ernten immer tomatenweiß? Genau, immer die reifesten bloß abzwicken, die haben so eine Sollbruchstelle. Und dann habe ich die einzeln. Ich habe keine ganzen Rispen. Das gibt es bei den alten Sorten nicht. Aber jetzt darf man nicht so viel ernten und so weiter. Wir müssen ein bisschen arbeiten. Jetzt schau her, wir haben hier praktisch diesen Haupttrieb. Ja. Und ich will, dass der Haupttrieb bleibt. Dann wird alles schön reif. Und dann haben wir hier immer diese Seitentriebe. Und den, wenn wir wegzwicken, das nennen wir dann ausgeizen. Das ist wie beim Wein die Konzentration. Die Konzentration. Die Konzentration. Jetzt sind wir bei. Das heißt, Schmidt macht den raus. Jawohl. Konzentrier dich. Was ich jetzt bei den Cocktailtomaten mache, weil das ist ja eine Cocktailtomate, ich ziehe die zweitriebig. Das heißt, einen Ausgeizerring, den lass du stehen. Den lasse, dann geht es wie ein V nach oben, weil bei Cocktailtomaten ja hast du dann mehr Ertrag und es wird trotzdem reif. Da ist man doch beschäftigt, gell? Den breche ich raus. Ja, genau, einfach wegbrechen. Das geht gar nicht. Ja, vielleicht muss ich lernen. Ach so, ja, oh gut. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Und jetzt müssen wir nur aufleiten. Aufleiten. Das heißt praktisch so hochwinden. Ja, also wenn Sie jetzt auch Lust auf Tomaten gekriegt haben. Der Johannes verkauft seine alten Tomatensamen auf Märkten wie der Auer Duide München oder online. Oder Sie kaufen einfach direkt kleine Tomatenpflanzen bei Ermin Johanneskirchen. Ab April hat er wieder welche aufgezogen. Den geizt man nicht aus. Den lassen wir, weil da habe ich weil da ist abgehört, das heißt, das war der, der weiter wächst. Der wächst dann weiter, genau. Ansonsten war Feierabend. Nur, dass man es gemerkt hat, gell, wie schnell ich. Bist gut. Oder? Gut, ja, lernfähig, sehr gut. Sehr gut, gell? Everybody wants just a little connection. Everybody needs just a little attention. Everybody hurts. Everybody heals. Ooh, ooh. A beautiful day. Free, free, free. Oh, was ist das? Kaum. Das ist ja Riesengeizli. Ja, bin ich halt einfach nicht dazugekommen, Verlatter. Aber grundsätzlich arbeitest du schon bei dir da herin ein bisschen was. Ab und zu, gell? Ja. Die brauchen noch ein bisschen, gell? Naja, die nix brauchen die. Die platzen schon auf, so reif sind die. Es ist Green Doctors. Grüne Cocktailtomaten. Ja, genau. Der hat eine ganz tolle Süße mit bisschen so Melonenaroma. Kannst du mal probieren? Mhm. Das stimmt. Ja, das ist ganz typisch bei grünen Sorten, die haben oft so was Fruchtiges. Die liebe ich heiß und innig. Und schon langsam finde ich tatsächlich ein paar Fans, die die auch mögen. Weil grüne Tomaten, Gottes Willen, sind ja nicht reif und so weiter, weißt du. Da muss man mit der Farbe auch überzeugen, oder was? Nicht nur mit dem Geschmack. Ja, freilich.
Die Cocktailtomaten, das ist sowieso eine super gute Einsteigerform und das passt da wunderbar im Topf auf dem Balkon. Besondere Erden? Ist eigentlich relativ anspruchslos. Du musst da düngen. Ich mache immer Hornspäne. Gleich einmischen, dann ist das Thema das ganze Jahr erledigt. Und gießen? Im Topf musst du halt schon ganz schön dahinter sein, weil natürlich das Erdvolumen nicht so hoch ist. Und da von Anfang an gleich immer schön gießen oder? Nein, gerade das Gegenteil eigentlich. Also ich gieße die einmal an, wenn ich die in der Erde gepflanzt habe. Ja. Und dann lasse ich die so lang hungern, bis die fast schon. Ehrlich, bis die ab? Ja, genau. Die Pflanzen suchen dann immer weiter ins Erdreich ab in das Wasser. Und wenn es dann schlapp werden, dann gieße ich und dann ist der, praktisch der Turbo wird dann gezündet. Jetzt hast du ein Gewächshaus. Brauche ich das, wenn ich Tomaten züchten möchte? Das Wichtigste ist, dass die Pflanze regengeschützt ist. Also keine Blattnässe, weil dann kriegst du sonst so eine Pilzkrankheit, die ja die Kartoffeln kriegen. Diese Kraut- und Braunfäule. Und Wärme ist natürlich auch super, aber kritisch wird es mit Hitze. Wenn es zu heiß wird, dann verbrennen die Blüten. Aha, also okay. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Balkon hast, was super hinknallt, ist ja gar nicht mal so gut. Und dampfig? Dampfig kann auch ein Problem werden für einen anderen Pilz. Also es ist immer besser mehr lüften, als dass man irgendwie zumacht. Jetzt sind das ja Fleischtomaten. Ja, genau. Fleischtomaten, hast du gesagt, das ist ein bisschen anders. Wenn einer das erste Mal Tomaten anbaut, ja, da ich eher abraten, also weil es unbedingt. Das ist so ein bisschen viel fortgeschrittenes. Weil so. Es ist eine Pflanze, ich kann es ausgeizen, aufleiten, kann ich genauso und habe halt dann eine dicke Frucht dort. Ja, genau, da brauchst du aber auf jeden Fall den richtigen Standort. Also wenn du jetzt bloß ein Beet hast, wo du ein Dachl drüber baust, ist nicht ideal. Du brauchst da schon fast ein bisschen ein Gewächshaus oder eine gute Lage. Und du tust die auch anders behandeln ein bisschen. Da vorne habe ich dir gezeigt, habe ich die zweitriebig gezogen und die muss man unbedingt nur eintriebig ziehen. Weil du brauchst noch mehr Konzentration auf so große. Sonst wird das da oben gar nicht mehr reif. Gut. Jetzt sind wir bei der Ananas Noir. Klingt wahnsinnig gut. Ja, das ist wirklich so eine Spezialsorte. Geht zu den Fleischtomaten, macht da so riesen Teile hier. Ist auch manchmal nicht so ertragreich, aber dafür schmeckt die fantastisch. Ananas Noir. Ja. Ananas Noir schmeckt hervorragend und ist eher fruchtig mit Noten von Stachelbeere und Melone. Sie verlangt unbedingt nach einem Gewächshaus und ist für Tomaten-Novizen eher ungeeignet. Wenn die Ananas Noir frisch aufgeschnitten wird, leuchtet sie in schönstem Orange, mit Olivenöl und Salz beträufeln. Oder mit Pistazienkernen und einer Jahrgangssardine belegen und genießen. Hat der Geschmack was zum Sagen? Also es ist erwiesen, dass wenn was besser schmeckt, auch gleichzeitig gesünder ist, weil einfach mehr Inhaltsstoffe sind. Und diese ganzen sekundären Inhaltsstoffe, das berühmteste ist jetzt hier bei der Tomate das Lycopin, dieser rote Tomatenfarbstoff, Aha. Der ist so Radikalfänger, scheinbar auch so ein bisschen krebshemmend. Und wenn du da mehr drin hast, ist es gesünder. Aber in der grünen habe ich dann kein Lycopin drin. Da hast du kein Lycopin drin. Es gibt ja zig Inhaltsstoffe. Also man kann quasi sagen, wenn was richtig gut schmeckt, kann man auch davon ausgehen, dass es eigentlich auch gesund ist. Genau so ist es. Also ein schöner Schweinsbraten, halbe Bier. Ist auch was Gutes, ja. Tut der Seele gut. Da, siehst du das? Ja. Sagen wir doch schon. Und die da hinten, die mit den Streifen? Das ist die Chocolate Stripes. Das ist eine schöne, tiefrote Fleischtomate. Die Chocolate Stripes bietet eine perfekte Mischung aus Geschmack und Ertrag. Sie schmeckt würzig, mit leicht erdigen Noten, aber auch fruchtigen Aspekten. Die Chocolate Stripes ist als eine der wenigen Fleischtomaten auch für Anfänger geeignet. Sie wächst im Topf, aber auch im Folientunnel und natürlich auch im Gewächshaus. Am besten schmeckt sie im Salat und in Sugos. Das ist ja ein Riesending, gell? Muss man schon sagen. Ja, schon relativ großer. Ganz schön schwer. Chocolate Stripes. Die Form da drüben, die kenne ich. Ja. Das ist Dosentomatenform. Genau, das ist diese Samazzano. Die baue ich eigentlich für Saatgut für mich an. Das ist eine italienische Sorte. Und was viele nicht wissen, der allergrößte Teil der Dosentomaten kommt aus China. Unsere Dosentomaten? Aus China? Ja, die sind da Weltmarktführer. Und auch das ganze Tomatenmark, alles China. Geschockt. Ja gut, da denkt man nicht drüber nach. Also das heißt, die haben eine Riesenreise hinter sich. Hat dann mit der romantischen italienischen Samazzano gar nichts mehr zu tun. Leider. Ja, wenn man es weiß, dann baut man vielleicht doch einmal selber welche aus Samazzano, ja, oder? Eben, genau. Deswegen Saatgut und nichts zu verkaufen. Jetzt müssen wir mal was ernten. Ernten? Ja, wir müssen unbedingt ernten, ja, weil es soll ja nur geliefert werden. Ah ja, freilich, klar, ausliefern. Und jetzt richten wir unsere Kisten her mit Holzwolle, dass die schön gebettet sind. It's summertime,
was easy. The pills are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings you're gonna wake up singing. Das ist jetzt die Green Giant, das ist eine schöne große Fleischtomate. Solche Apparate werden das. Der Name ist Programm. Wenn du mal anlangst, die war jetzt schon reif. Schon, ja? Der unreifeste Punkt ist immer oben an der Schulter und wenn die den Druck nachgibt, dann ist reif. Ja, die ist weich da oben. Beim Ernten oft einfach fühlen auch. Es ernähren ja immer drei Blätter eine Traube. Eins, zwei, drei Blätter, eine Frucht oder eine Traube, eins, zwei, drei, hier ist noch der Blüten, also und so geht's weiter. War die reif schon, hä? Nein, die hat's noch nicht ganz. Also nicht sie ganz, von da, aber für einen Anfänger. Green Giant. Eine, wie der Name schon sagt, großartige Tomate. Im Geschmack erinnert sie mit ihren ausgeprägt fruchtigen Aromen an eine Honigmelone. Den Anbau im Topf mag sie nicht so gerne. Sie bevorzugt die große Form im Folientunnel oder gleich im Gewächshaus. Mit diesem feinen Giganten macht man am besten einen grünen Tomatensalat. Saison, Tomaten, von wann bis? Haben wir schon eigentlich fast verlernt. Klassischerweise Mai, Mitte Juli geht's los mit den Cocktail und dann bis Anfang Oktober. Was für Sorten? Das ist jetzt Paul Robson, dunkelfarbiger Jazzmusiker, dunkelfarbige Tomate. Erstmal Blues. Jazz. Das ist ja ein Paradies quasi. Da habe ich noch schöne Wildtomaten. Wildtomaten? Wildtomaten, ja. Schmeckt super gut. Das ist jetzt die Sweet Pea. Sweet Pea? Ja. Die kannst du wunderbar wuchern lassen. Du musst nicht ausgeizen, aufleiten. Ist eigentlich gerade wurscht, wie groß die sind. Die schmecken einfach. Warm ist das schon, kann ich dir sagen. Ja, da hat es eine Hitze. Ja, das ist wohl wahr. Du legst das auf den Bauch quasi? Nein, auf die Schulter. Auf die Schulter? Weil da einfach der härteste Punkt ist. Ach so, damit die keine Druckstellen kriegen. Wenn ich daheim lager, wie mache ich es? Kühlschrank? Kühlschrank, das ist Gift. Geht gar nicht? Nein, geht gar nicht, weil unter 8 Grad oder unter 10 Grad verlieren die komplett ihr Aroma. Und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Ah, das geht dann weg? Ja, das geht dann weg. Und am besten einfach dunkel und kühl, was ich, wenn man einen Keller hat oder sowas. Oder einfach im Hausflur draußen. Dunkel und kühl. Ja. Und wenn ich ganz überreife habe, dann kann ich zumindest noch die Samen hernehmen, oder? Das ist ja das Schöne an den alten Sorten, an diesen samenfesten alten Sorten. Du kannst sie nächstes Jahr wieder anbauen. Du musst nicht wieder wie bei F1-Hybriden dich bei der Saatgutindustrie anstellen. Macht ja Sinn, gell? So eben, das ist mir total wichtig, weil das ist einfach so ein Urrecht, dass du. Du kannst dein Saatgut einfach wieder weiter vermehren. Dann haben wir mal die Körner mit zu den großen, das soll schon die Mixkisten sein. Und du musst jetzt dann ausliefern. Ich muss ausliefern? Ja, freilich. Was müssen wir sonst machen? Immer noch weiter ernten. Mit was? Wer? Ja, da vorne, ich zeig dir das Gefährt dann schon. Eine Kreidler RD 50 Baujahr 1966. Ja, die darf beim Anfahren schon mal rauchen. Gute Fahrt. Der Dantler, ja, richtig, Schmidt. Jetzt musst du zum Jochen. Das ist der Chef quasi vom Dantler. Tomaten? In der Küche. Küch. Bitteschön. Servus, grüß dich. Schönen Gruß vom Johannes. Das freut mich sehr, genau zur richtigen Zeit. Ist so, ja. 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 Mega schön. Super. Ja, sehr gut. Wird schon gekocht oder geht schon los?
Ich mach gerade der Vorspeise. Was dort geben? Also wenn es was geben hat? Klassisch Caprese. Das ist ja einfach Tomaten quasi, Mozzarella und Basilikum. Quasi. Also wir machen eine Bachkresse Vinaigrette, cremige Burrata, geröstete Pinienkerne und feinsäuerlich eingelegte Tomaten mit frischen Kräutern und Blüten vom Johannes. Aha, die sind eingelegt, die Tomaten? Teils, teils. Teilweise eingelegt in einen Sud aus Essig, Zucker und Sternanis. Zum anderen im Sternanis? Ofen. Sternanis, ja. Das passt sehr gut zur Tomate, dieses Aroma von der Sternanis. Schaut da gut aus, also das wird das, gell? Mit diesem Essigsud passt es sehr gut und vor allem sind sie sehr gut haltbar dadurch. Und wir können uns Tomaten schon konservieren für die Zeit, wo Tomatenzeit vorbei ist. Ah, das ist natürlich, das ist ja eigentlich raffiniert, gell? Was muss ich so beachten? Tomaten verarbeiten? Wichtig ist, das Salz kommt immer zum Schluss bei der Tomate. Salz zum Schluss? Salz entzieht komplett das Wasser aus der Tomate und macht sie lasch und nicht mehr knackig. Und ich finde das Schöne an der Tomate, dass sie schön knackig bleibt, frische Säure mitbringt. Und da haben wir noch ein paar geröstete Pinienkerne dazu, um so ein bisschen nussigen Crunch zu bringen. Und aber schon mit Kernhaus, mit allem drum und dran? In dem Fall mit allem drum und dran. Ja. Da drin steckt schon ganz schön viel Power in den Kerngehäuse. Du kannst es aber, wie ich es hier bei der Ofentomate gemacht habe, da habe ich das Kerngehäuse entfernt, weil sie dann einfach zu wässrig bleibt. Also da nehme ich das schiere Filet praktisch her. Ja. Filet. Echt so, so schön wird das gemacht? Ja. Tatsächlich hat aber jede von diesen Blüten und Knospen eine Daseinsberechtigung geschmacklich. Zum Beispiel hier aus der Knoblauchblüte. Wir haben Kornblüten, wir haben Amaranth, wir haben Kerbelspitzen, Bronzefenchel und kleinen Basilikum. Ja, es wäre schon fertig. Magst du gleich eins probieren, oder? Ich brauche nur eins. Ja, weil ich habe jetzt so einen Speichelsturz. Schau mal, ob es dir schmeckt. Schmeckt. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Da, bei mir pressiert es jetzt auch ein bisschen. Ich muss hier schauen, dass ich weiterkomme, weil ich muss noch einen Sud ansetzen, einen Fond für unser, ja, Risotto, klar, was wir heute noch machen. Mit Risotto? Ja, es dauert auch ein bisschen. Ja, ja, ach so. Mhm. Nachspeis? Nachspeis machen wir auch was aus der Tomate, aber ein Creme-Eis tatsächlich. Ja, Eis? Aus, ja, der Tomaten? Das passt sehr gut, weil es süß-säuerlich ist, die wunderbar reif sind und wir daraus was Schönes zum Dessert machen können. Tomateneis? Heidno, oder wie? Wenn wir es jetzt ansetzen, dann frieren wir es ein und in ein paar Stunden ist es fertig. Ich muss los. Stund? Gut. Muss ich irgendwas unterscheiden? Nichts, gell? Ich muss. Na, gar nichts. Servus. Merci für dich. Gut, dann, was steht jetzt auf der Liste? Ja, Showroom. Ein Ein-Sterne-Restaurant direkt am Deutschen Museum in München. Bitte schön, Schmidt. Zur Hauptspeise setzen wir ein Risotto an, kochen dafür einen kräftig abgeschmeckten Sud aus Hähnelkarkassen und sehr reifen, frischen Tomaten, Wurzelwerk, frischen Kräutern und Basilikum. Der Reis wird angeröstet. Mit dem Tomatenfond nach und nach aufgegossen und darin gar gezogen. Die Tomate mit ihrer säuerlichen Frische bringt einen schönen Gegenpart zu diesem cremigen Risotto Alonda gerührt, was mit viel Parmesan und Butter dick eingebunden wird. Der kraftvoll abgeschmeckte Tomatenfond und die Ofentomate bringt eine feine säuerliche Frische. Ganz besonders gut zur Tomate finde ich weißen, gebratenen oder auch rohen Fisch. Alle Kräuter als Würze, vor allem Basilikum, Dill, Kresse-Sorten. Ja, 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 ist ja recht, man wird ja nur dreimal dürfen. Gut, aber jetzt müssen wir weiter. Tantris, 2 Sterne, Chefkoch Hans Haas. Ja, was wollt ihr? Natürlich erntefrische Tomaten, ah, ist ja klar. Das entschädigt alles. Ja, ja, schon. Es ist ein bisschen viel Verkehr, weißt du? Und? Super, super, super.
Ein schöner Gruß vom Johannes soll ich da sagen. Ja, danke, danke. Meine sind die Schirme. Da freue ich mich jetzt richtig. Soll ich dir gleich mitnehmen? Ja. So, dann hau ich wieder ab, weil der nächste wartet auch schon, gell? Mach's gut. Bitte. Hans, hab ich dir, gell? Ciao. Servus. Das hilft jetzt alles nichts. Ich muss jetzt ein Tomateneis essen. Ah. Für das Tomateneis koche ich zu gleichen Teilen Zucker mit Wasser auf, gebe Aromaten dazu. Dort auch wieder die Sternanis sehr gut geeignet. Auch eine Vanilleschote wäre wunderbar. Eine Zimtstange, wenn man es etwas herbstlicher angeht. Die Tomaten werden fein gemixt mit einem Schuss Olivenöl und dem leicht abgekühlten Läuterzucker, den wir gekocht haben. Wer die Technik nicht zu Hause hat, die wir haben, leistungsstarken Mixer nehmen und ansonsten einfach flach in einem Blech einfrieren, als eine Art Granitee, was man dann auch gut mit Wodka zum Beispiel oder Gin aufgießen könnte. Zu dem Tomateneis habe ich jetzt einen salzigen Mürbeteig gebacken und eine Schokoladenerde mit Haselnuss, als auch einen Tropfen Schaum. Zur Garnitur relativ geschmackslos zwar, aber immer ein Eyecatcher, die Kornblume und etwas vom Bronzefenchel habe ich fein gezupft und Spitzen drauf gegeben. Ja. Hallo? Ja, bitte? Schmidt? Max, was? Johannes, ja was? Ja, was? Nein, Brille liefern, klar. Nein, bin ja. Ja. Nein, das ist. Ich bin mittendrin. Ja, nein, bin ja im mittleren Ring. Das ist ja Wahnsinn, du mit dem Verkehr, das ist ja irre. Wie bitte? Nein, ich hab nichts im Mund. Wieso, was soll ich im Mund haben? Nein, ich hab. Fliege war. Nein, ich glaub, der Ratskeller. Klar, Freilich, bin direkt auf dem Weg zum Ratskeller. Du, jetzt muss ich auflegen, weil. Grün. Die hupen schon. Ja. Wozu? Ja, ich fahr ja schon. Ja, du, ich muss auflegen, gell? Also, bis später. Ja. Jumping, and the cotton is high.